Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder um meine Haare gehen und zwar um das Haare tönen mit dieser Intensivtönung. Ich habe ja schon einige Videos zum Thema Haare tönen gemacht und auch Unterschied zwischen Färben, Tönen und Tönen. Also zwischen Färben, Intensivtönung und der normalen Tönung. Eine Intensivtönung ist es, sobald man zwei Komponenten zusammenmischt, wie zum Beispiel hierbei oder auch bei der kupfergoldblonden Tönung, die ich habe. Diese hier, die gibt es nicht in jeder Druckerie leider, daher verlinke ich euch die gerne unten mal, die gibt es auf jeden Fall online. Das ist eine Intensivtönung, denn rote Haare gibt es einfach. Ich habe eine Tönung gefunden gehabt, die habe ich ja schon mal vorgestellt, das Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Alle Videos zum Thema Haare und Haare tönen und so sind auch in der Playlist Haare bei mir drin, wer dazu genaueres wissen möchte. Und diese Tönung, die ich hatte, die wusch ich sehr schnell raus, die hat abgefärbt ans Handtuch und. Und bei meiner Intensivtönung, die ich ja immer hatte, dieses Kupfergoldblond, war das eben nicht so der Fall. Deswegen konnte ich damit schwimmen gehen, es war alles kein Problem. Und das hätte ich mit der reinen Tönung nicht gekonnt. Das ist halt aber auch eine Intensivtönung, deswegen dachte ich, probiere es das mal aus, weil ich Interesse an einem Knallrot mal hatte und nicht nur an dem Kupfer. Das andere hat halt einen hohen Blondanteil. Vielleicht ist es ja auch deswegen, dass es sich nicht so rauswäscht. Weil die hier wäscht sich natürlich raus. Ich habe immer noch leichte Farbe im Wasser, aber nicht so, dass ich sage, ich kann damit nicht schwimmen gehen. Am Anfang hätte ich gesagt, dreimal mindestens waschen, bevor ich damit schwimmen gehen kann. Heißt, wenn ich es geplant habe, hätte ich schon gesagt, ich wasche mir 3 Tage hintereinander jeden Tag einmal die Haare, damit die Farbe raus ist, damit ich schwimmen gehen kann. Ich kann sie sehr empfehlen, allerdings es wäscht sich mehr raus, als ich dachte. Natürlich, das ist ja Tönung, ist ja Sinn der Sache, aber es wäscht sich so sehr raus, auch ohne Shampoo teilweise, dass man leichte Farbe im Wasser hat und ich weiß halt nicht, wie sich das konkret mit Chlor verhält. Daher weiß ich nicht, ob ich es machen würde, wenn man wieder ins Schwimmbad gehen kann, dann würde ich bei meinem Kupfergoldblond erstmal wieder sein. Ihr seht es, ich habe hier schon einiges rausgewaschen an Farbe. Ich habe das Video halt nicht sofort gemacht, weil ich ein bisschen einen Langzeiteffekt haben wollte. Hier sieht man auch nochmal, wie die Farbe konkret ist. Es ist wirklich ein Knallrot. Ich habe halt aber durch den Kupferstich in den Haaren und das Rauswaschen einen leichten Kupferstich und so eine Mischung aktuell, die ich auch recht hübsch finde. Und kann daher sagen, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Im Zusammenhang mit Kupfer finde ich sie schön. Ich mag Rot sehr gerne. Ich habe festgestellt, ich mag das vielleicht doch ein Tickchen lieber als das Kupfer, obwohl das ja eher die natürliche Rotfarbe ist. Das natürliche Rot, wenn es um Haarfarben geht. Und ja, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die sagen, sie wollen Rot mal ausprobieren. Es bleibt immer ein kleines bisschen in den Haaren, auf jeden Fall, je nach Farbe, die du hast. Je heller deine Farbe sind, je mehr nehmen sie die Farbe dann dauerhaft an, weil es eben eine Zwei-Phasen-Geschichte ist. Man mischt zwei Komponenten zusammen, aber trotzdem ist es nicht dauerhaft wie bei einer Färbung. Ja, so sieht es aus bei mir. Hier steht drauf, dass da noch irgendwelche Öle drin sind, 8 Wochen halten. Da weiß ich halt nicht, wie oft wäscht man sich in 8 Wochen die Haare, mit wie viel Haarwäschen sehen Sie das. Deswegen finde ich besser so und so viel Haarwäschen. Hier steht nochmal drauf, 28 Haarwäschen, 6 bis 8 Wochen. Das ist sozusagen Stufe 2. Und dann haben wir noch auswaschbar, Stufe 1 und 3 ist hier der dauerhafte halt bei denen hier. Genau, hoffe es war ein bisschen hilfreich und hat euch gefallen und hat vielleicht nochmal euch geholfen. Hier nochmal eine Tönung in Rot, da habe ich lange suchen müssen bis zu einer roten Tönung. In den meisten Drogerien gibt es halt nur Färbung in Knallrot. Und ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns sehr gerne im nächsten Video wieder. Tschüss!